Willkommen zurück. Es ist Sommer. Was gibt's wohl Besseres, als im Sommer kurze Hose zu tragen? T-Shirt, Tanktop, ich habe keine Ahnung. Deswegen heute Aufruf zur Videoantwort. Zeigt mir euer Setup für den Sommer. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jeder von euch einen dicken Organizer von Maxpedition dabei hat oder meinetwegen auch 20 Messer. Ich bin gespannt. Ich stelle euch heute mein Setup vor, was ich an warmen Tagen dabei habe. Gerade wenn man nur eine kurze Hose dabei hat, muss es einfach leicht sein. Und ich bin gespannt auf eure Antworten und werde natürlich auch die Videos bei YouTube teilen. Markiert mich. Ich packe Links bei Social Media rein und dann freue ich mich auf eure Antworten. Bis gleich. Ja, aktuell als Sonnenbrille dabei. Richtig hochpreisig, richtig gute Qualität. Quechua von Decathlon, ich glaube 15 Euro. Erfüllt seinen Zweck. Hammerhart. So, dann habe ich ein Klappmesser dabei. Aktuell habe ich mal wieder das Lion Steel Gitano Santos rausgesucht, glaube ich. Slipjoint Messer, 42A konform. Richtig edles Design, zeitloser Klassiker. Habe ich auch schon im separaten Video mal vorgestellt und es gibt, glaube ich, hunderte von Videos von diesem Messer. Wir haben hier ein, wie gesagt, 42A-konformes Klappmesser. Lässt sich auch nur mit zwei Händen öffnen. Wir haben dann hier noch einen schönen Edelstahlclip für die Hosentasche dabei. Kann man also schön locker in der Tasche tragen. Gewicht haben wir hier, ich glaube, das waren 90 Gramm. Also noch ein leichtes Taschenmesser. Gesamtlänge waren wir bei 19 cm. Klinglänge. Knapp, ich glaube 8,5 cm. Die Klingenform ist richtig schön. Wie ihr sehen könnt, ich benutze halt auch dieses Messer. Hat etliche Kratzer. Ich finde es halt schade, wenn man ein Messer einfach bloß in der Vitrine legt. Deswegen habe ich wirklich fast jedes Messer von mir in Gebrauch. Ja, wir haben noch G10 Griffschalen. Gesamtlänge, wie gesagt, 19 cm, glaube ich. Line Steel, Qualität aus Italien. Ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Schaut einfach mal in die Videobox. Dort verlinke ich euch den Beitrag zu unserem Magazin, wer mehr über dieses Messer erfahren will. Preislich haben wir hier aktuell, das finde ich voll irre, zurzeit 140 bis 150 Euro, je nach Shop. Ich habe es mal für 90 Euro gekauft vor, ich glaube, 3 Jahren. Also das finde ich schon extreme Wertsteigerung oder Preissteigerung. Naja, wie auch immer. Ja, dann natürlich wieder schön einklappen. Als Wallet habe ich aktuell das Aviator Wallet dabei. Mit Carbon-Griffschalen. Habe ich, glaube ich, auch schon 3 Jahre im Gebrauch. Hier ist alles dabei. Ich habe hier sogar ein Münzfach dabei. Deren RFID. Ausleseschutz. Wie ihr sehen könnt, passt einfach so ein paar Scheine rein. Ich glaube, bis zu 20 Karten. Was will man mehr? Preislich aktuell bei 120 Euro, glaube ich. Auch extrem gestiegen. Dann als kleine Spielerei ein Coin. Mein Bieröffner. Ich werde immer wieder gefragt, warum ich einen Coin dabei habe. Tja, Spielerei und irgendwie eine Entscheidungsmünze. Keine Ahnung, Kopf trinke ich ein Bier, Zahl trinke ich 2 Bier oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist halt wirklich eine Spielerei. Aber ich finde es geil. Ich kenne es noch vom Militär, hat man immer einen Coin dabei gehabt. Warum also nicht? Als Organizer habe ich den Viperage VE29 dabei. Der eine oder andere wird es schon sehen. Ein Organizer ohne Patchfläche. Ich wollte mal ein bisschen frische Luft rein, oder besser gesagt frischen Wind für die Hose haben. Also gibt es diesmal ein Organizer ohne Patchfläche. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Fällt mir wirklich sehr schwer. Nee, Spaß beiseite. Ich wollte einfach mal was anderes. Kleinhandlich, ein wirklich minimaler Organizer, wie ihr sehen könnt. Passt komplett in meine Hand. Und erfüllt einfach seinen Zweck. Hier ist nicht viel Schnickschnack dran. Ich habe jetzt hier noch einen YKK-Reißverschluss. So ein bisschen Kleinzeug. Ich habe jetzt hier ein paar Drops für meine Tochter dabei. Kleingeld für den Einkaufswagen, Kopfschmerztabletten. Also das geht natürlich auch für die Arbeit. Einfach schnell eine kurze Hose rein, aufs Fahrrad schwingen. Und dann ist man auch schon im Büro. Ich habe hier vorne noch einen Einschub drin. Da habe ich jetzt ein Alox Pioneer. Mit geätzter Klinge. Blackstone Wash finished, wurde mal von Beaver Bladework angefertigt. Ich glaube, den gibt es gerade nur auf Instagram. Richtig schön geworden. Alox brauche ich auch nicht vorstellen.
Wunderschönes Tool für den Alltag. Kann man nichts falsch machen. Dann auf der Rückseite habe ich Paracord dabei. Warum nicht? Dann natürlich, gerade im Sommer, abends eine Runde Kniffel beim Kumpel. Kugelschreiber darf nicht fehlen. Dann habe ich noch zwei Pommesgabeln. Muss man einfach dabei haben. Und ich glaube noch eine Taschenlampe. Genau. Diesmal von Olight. Ich glaube 60 Lumen, 80 Lumen, ich weiß es gar nicht mehr. Klein Handlicht, dreifach A-Batterie, erfüllt einfach seinen Zweck. Ja, das ist wie gesagt das Sommer-EDC. Das passt bei mir in zwei Taschen rein, meinetwegen noch eine Seitentasche und das in der Arschtasche. Und ich habe immer noch Platz, also es zieht jetzt nicht meine Hose runter oder, also nicht mit Absicht. Wirklich handlich, leicht und erfüllt seinen Zweck. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Schnickschnack, den ich in so einem Expedition Organizer dabei habe. Das habe ich jetzt nicht dabei. Aber wie gesagt, hier geht es um ein Summer EDC. Klein handlich. Ich brauche einfach auch nicht mehr. Ja. Bin gespannt auf eure Kommentare. Vielleicht beteiligt sich der eine oder andere an der Videoantwort. Wie gesagt, stellt mir euer Setup für den Sommer vor. Was habt ihr dabei? Vielleicht ist auch eine oder andere Bauchtasche dabei. Könnte ich mir echt vorstellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.